Lourdes, eine Stadt im Südwesten von Frankreich, in den Ausläufen der Pyrenäen. Weltbekannt für ihre Marienwallfahrtsstätten, den Heiligen Bezirk. Jungfrau Maria ist hier vor 160 Jahren einem Mädchen aus dem Ort erschienen. Millionen Menschen strömen deshalb jedes Jahr in den Wallfahrtsort. So wie diese Pilger aus dem Bistum Regensburg. Rund 450 Gläubige aus der Oberpfalz, 5 Tage lang unterwegs auf den Spuren der heiligen Bernadette. Ich wollte die ganze Atmosphäre hier im wahrsten Sinne des Wortes genießen. Mir gibt es halt sehr viel die Erscheinung von der Mutter Gottes und die Bernadette. Die ganze Welt versammelt sich hier, um den Glauben zu leben. Viele sind zum ersten Mal da, für manche ist Lourdes aber längst zum Lebenselixier geworden. Maria ist 84, zum 27. Mal ist sie hier. 2 Krebsoperationen geben ihr den Anstoß. Dann habe ich zu meinen Kindern gesagt, wenn ich 10 Jahre überlebe, dann gehe ich nach Lourdes. Und ich bin wirklich da und seitdem habe ich das jedes Jahr versprochen, wenn ich gesund bleibe, komme ich wieder. Und die ganzen Jahre jetzt ist mir wirklich meine Gesundheit erhalten geblieben. Und da bin ich voll Dankbarkeit immer hier und was ich versprochen habe, das muss ich erhalten. Eröffnungsgottesdienst in der oberen Basilika. Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer leitet die 5-tägige Diözesanwallfahrt nach Lourdes. Den Glauben erfrischen, andere Pilger kennenlernen, Gottesdienste feiern. Junge Menschen, alte Menschen aus vielen anderen Ländern. Lourdes ist eine ganz besondere Pilgererfahrung. Lourdes ist wie alle großen Wallfahrtsorte auch ein Erlebnisort für Weltkirche. Spüren dürfen, wer glaubt, ist nie allein. Hier kann man erleben, wie Völker miteinander im Frieden nicht nur sich vertragen, sondern auch geeint sind im Gebet. Geeint sind die Regensburger Pilger auch bei schlechtem Wetter. In strömendem Regen nehmen die Gläubigen teil an der Lichterprozession. Seit 1872 findet sie statt, jeden Tag, bei jedem Wetter. Es sind Pilger aus Regensburg, die an diesem Abend die Marienstatue tragen dürfen. Jeder Wallfahrer hat eine Kerze, die an seine Taufe erinnern soll. Die Pilger singen gemeinsam und beten den Rosenkranz. Er steht für die Verehrung der heiligen Mutter Gottes und den tiefen Glauben an Jesus Christus. Der wichtigste Ort des heiligen Bezirks. Hier an der Grotte hat die damals 14-jährige Bernadette ihre Marienerscheinungen gehabt. Das war vor 160 Jahren. Seitdem pilgern Gläubige aus der ganzen Welt in den südfranzösischen Ort. Nehmen Wasser aus der heiligen Quelle mit, vertrauen auf die heilende Kraft. Der Regen, der uns umgibt und die Quelle, die hinter uns sprudelt, diese Zeichen des irdischen Lebens, sie mögen uns Zeichen des übernatürlichen Lebens immer wieder sein. Der Bischof von Regensburg entzündet die Anliegenkerze. 1 Meter lang, 8 Zentimeter dick, 4,5 Kilo schwer. Das Motiv, eine Lourdes-Madonna, so wie die heilige Bernadette ihre Marienerscheinungen beschrieben hat. Wie viele andere Pilger haben auch die Regensburger eine Anliegenkerze mitgebracht. 3 Wochen brennt eine Kerze dieser Größe. Ein Symbol für die Bitten in den Gebeten der Gläubigen. Von Menschen, die sich entscheiden, dass sie mit uns hierher fahren. Von Menschen, die sagen, aus Krankheit, aus Altersgründen, aus verschiedenen anderen Gründen kann ich nicht mitfahren, aber mein Anliegen soll mitfahren. Und jetzt ist sie anschließend hierher getragen worden und brennt praktisch stellvertretend für alles, was uns im Bistum bewegt. Im Vertrauen darauf, die Gottesmutter nimmt sich unserer Anliegen an. Das Gebet ist sicher nicht umsonst. Das glauben auch diese Schülerinnen des St. Marien-Gymnasiums in Regensburg. Kirche, Glaube und die Geschichte von Bernadette, das finden die Mädchen aus der 11. Klasse kein bisschen öde. Dadurch, dass wir ja ungefähr in einem ähnlichen Alter sind und auch junge Mädchen, besteht schon eine gewisse Verbundenheit. Sie wurde damals auch von der Gesellschaft nicht akzeptiert oder ausgestoßen. Und trotzdem ist ihr ja die Mutter Gottes erschienen und das zeigt ja, dass Gott für alle da ist. Wir haben sehr viele neue Eindrücke gewonnen, die wir vielleicht nicht gekriegt hätten, wenn wir hier nicht wären. Neue Eindrücke bietet auch der Kreuzweg auf dem Hügel neben der Basilika. Der Weg führt die Pilger aus dem Bistum Regensburg hinauf zu 14 Stationen, an denen sie gemeinsam mit dem Bischof beten. Sie gedenken der Schmerzen Jesu Christi,
die er von seiner Verurteilung durch Pontius Pilatus bis zum Tod am Kreuz erleiden musste. Ausflug an den südfranzösischen Atlantik. Pilgern heißt eben nicht nur beten. Von Bayonne geht es über Biarritz nach Saint-Jean-de-Luz. In der Kirche feiern die Gläubigen eine Vesper. Immer mit dabei, Musiker und Chor. Doch sie haben so noch nie zusammengespielt, sind extra für die fünftägige Wallfahrt einzeln ausgesucht worden. Wir haben einen einzigen Probennachmittag für 9 liturgische Anlässe hier. Das heißt, ich kann nur Leute brauchen, die wirklich vom Blatt singen können. Und das sind lauter Sängerinnen und Sänger, mit denen ich irgendwie an verschiedenen Gelegenheiten mal zusammengearbeitet habe und die wir uns jetzt zusammengestellt haben für diese Wallfahrt. Mit den Bläsern ist es genauso, das sind alles Profis aus ganz Bayern. Die internationale Messe, der absolute Höhepunkt der Diözesanwallfahrt nach Lourdes. Über 5000 Gläubige kommen in die unterirdische Basilika im Heiligen Bezirk. Geleitet wird die Messe durch den emeritierten Erzbischof Kevin MacDonald von der Erzdiözese im englischen Southwark. Rudolf Voderholzer und andere Bischöfe konzelebrieren sie. Und auch die Pilger aus dem Bistum Regensburg gestalten die Messe mit. Eine Fürbitte vor so vielen Menschen. Für die 17-jährige Schülerin Bernadette aus Regensburg eine ganz besondere Erfahrung. So viele Menschen, die alle so vereint sind in der Freude über diese Messe und in dieser Einstellung, die man hier in Lourdes bekommt, dieses Friedliche, das ist schon was Besonderes. Der Bischof von Regensburg besprengt die Gläubigen mit Weihwasser. Die internationale Messe ist auch für ihn nicht alltäglich. Menschen aller Nationen, Kranke, Jung und Alt. Glaube über Ländergrenzen hinweg, das gibt es so an kaum einem anderen Ort. Wo gibt es das, dass so viele Menschen vereint sind, der unterschiedlichsten Herkünfte, nicht nur gesamteuropäisch, sondern auch weltweit, vielleicht noch bei den Olympischen Spielen, aber da geht es dann doch darum, wer gewinnt. Und es geht um höher, weiter, schneller. Hier geht es um Glaube, Hoffnung und Liebe und alles in der Anbetung Gottes. Das ist die Quelle der Einheit der Menschheit. Fünf Tage Diözesanwallfahrt nach Lourdes. Eindrücke, an die sich die Pilger aus dem Bistum Regensburg lange erinnern werden. Ich bin ein Muttergottesanhänger. Darum fahre ich auf Lourdes. Es ist ganz, ja, eine eigenartige Stimmung, eine ganz schöne Stimmung dort. Also es war wirklich ein wunderbares Erlebnis. Ich bin sehr berührt von den vielen Menschen und den Nationalitäten. Das kann man jetzt gar nicht in so ein paar Sätzen ausdrücken. Es bewegt einen innerlich. Lourdes, ein Ort, an dem die Pilger Erfüllung finden. Nachholen, was im Alltag zu kurz kommen kann. Der Glaube, das Innehalten, der Weg zur Mutter Gottes.